absolut. Ich bin ja Performance-Poetin und verfolge das auch als Vollzeitjob. Und da ist man einfach Künstler, weil man nicht anders kann. Ja, also ich habe mich dazu entschieden, das hauptberuflich zu machen, weil es gar nicht anders geht. Und wenn es nicht anders geht und man einfach Kunst machen muss, dann ist man auch Künstlerin. Also privat und Kunst, das ist eins. Und es ist in dem Fall auch richtig schön. Die Beschäftigung, dass man Dinge beobachtet oder in meinem Fall, dass ich darüber schreibe und Dinge sehr stark erlebe, das ist ja wunderbar, dass das nie aufhört. Ich habe natürlich Bühnenklamotten an. Das gehört ja zu meinem Verständnis von Performance Poetry mit dazu. Also ich habe da so meine eigene Herangehensweise und sage, wenn ich Gedichte vortrage, dann trage ich keine Straßenklamotten und ich mache das auch bewegter und frei auf der Bühne und mit Requisiten oder mit musikalischer Begleitung und so. Und ja, dann spielt es schon eine Rolle, wie man aussieht, weil man ja Bühnenmensch ist oder weil ich Bühnenmensch bin. Und das kann man fast nicht abschalten, aber gleichzeitig bin ich ja keine Schauspielerin, die Rollen auf der Bühne spielt, sondern ich zeige immer mich selbst mit meinen Texten und mit meinen tiefsten Gefühlen. Und dadurch ist auch diese Vortragsform oder wie man sich gibt, das ist ein ganz starker Teil von mir. Ich bin davon überzeugt, dass eigentlich jeder ab Geburt das Potenzial hat, Künstler zu sein. Und dann entwickelt sich das halt verschieden. Und später hat man dann eben Menschen, die weniger Künstler sind oder gar nicht Künstler sind. Und andere, wo man das jetzt wirklich sieht. Wie das jetzt jeder für sich definiert, kann ja ganz verschieden sein. Also es gibt auch Menschen, die total hohe Ansprüche an diese Definition Künstler stellen und dann ganz viel von diesen Künstlern erwarten, wo ich mir dann auch denke, okay, wenn du als Künstlerin im Leben stehst, musst du dir natürlich auch manchmal überlegen, mit was verdiene ich jetzt Geld, wie bezahle ich meine Rechnungen etc. Und dann kann man vielleicht nicht andauernd wie ein Paradiesvogel trällernd durch die Gegend laufen, ja. Dieses Künstler sein, das wird nie outdated sein, weil das ist etwas in deinem Bewusstsein, wie du die Welt wahrnimmst und dass man eben diesen Drang und diese Berufung hat, etwas daraus zu machen. Um Vollzeit Künstler sein zu können, ist das A und O, dass man sich selber gut organisiert. Und du solltest am besten dich auch managen können, weil man stemmt diese Dinge alle selber. Du kannst davon ausgehen, dass du das alles alleine machen musst und dass irgendein Talent da ist oder dass du vielleicht auch nicht anders kannst, als deine Kunst zu fabrizieren. Das ist schon klar, sonst hättest du dich jetzt nicht dazu entschieden, das wirklich durchzuziehen. Aber der einzige Weg, dass man das auf Dauer durchhalten kann, ist halt doch einfach das gut organisiert sein. Ja, ich finde Künstler seien schon einsam. Wobei das an anderen Orten vielleicht anders sein könnte, wenn man noch mehr aufgeht in einer Art Gruppengefühl oder wenn ich in irgendeinem Haus wohnen würde, wo nur Künstler wohnen oder so. Trotzdem, selbst dann ist das Gefühl im Endeffekt einsam, weil meine Kunst, Performance Poetry, ja auf Schreiben beruht und Schreiben ist einfach ein einsamer Prozess. Du sitzt ja einfach alleine da mit deinen Gedanken und das katapultiert einen natürlich
aus so Team-Interaktionen. Auf der Bühne, wenn es stimmt mit der Energie, dann verbinde ich mich mit den Leuten und das ist natürlich total irre, wenn da sowas hin und her geht. Aber das ist ja nicht die Form von Freundschaft, Kommunikation, Socializing, die man sich so 0815-mäßig vorstellt, wenn man davon spricht, du sollst nicht so einsam sein, geh mal raus, unternimm mal was oder so, sondern das ist ja fast schon so eine spirituelle, flirrende Verbindung, wo man einfach spürt, die haben jetzt verstanden, was ich meine, oder die haben irgendwas gespürt oder es ist irgendwie angekommen. Aber das ist eigentlich eines der schönsten der Gefühle. Die Anerkennung durch das Publikum und dass ich da auch geliebt werde und Liebe spüre, das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich das mache, weil ich offensichtlich nach etwas suche. Warum und wieso bleibt irgendwie mysteriös. Doch wenn ein Mensch das in sich trägt, dann kann er halt auch irgendwie nicht anders. Und ja, vielleicht gibt es Leute, die das nicht so nachvollziehen können, aber ich denke, jeder, der sich jetzt auch selbst auf keinen Fall als Künstler bezeichnen würde, kennt das, wenn man irgendwas unbedingt haben will oder wenn man irgendwelche Ziele hat. Und im Endeffekt ist das ja eigentlich auch glücklich sein. Und wenn ich eben weiß, ich bin glücklich, wenn ich auf der Bühne meine Texte rüberbringe und da bei einer einzigen Person im Publikum das richtig ankommt, ja. Ich glaube, dass, wenn man sagt, okay, das ist einfach Glück, das kann ja jeder nachvollziehen. Künstler sein hat sehr viel mit Verantwortung zu tun, weil immer irgendetwas produziert wird, was das Publikum oder der Betrachter oder der Lesende sich anschaut und irgendwie wahrnimmt. Und ich sehe das so, dass ich etwas mache mit dem Bewusstsein von den Menschen, die sich mit meiner Kunst beschäftigen. Und ich möchte da schon was Positives machen. Und wenn mein Gedicht zum Beispiel von einer traurigen Emotion oder so handelt, dann möchte ich zumindest, dass das Publikum sich dann vielleicht irgendwie selber darin erkennt oder seine eigene Interpretation dafür findet und sich so ein bisschen zu Hause fühlt oder dass das dem Publikum hilft, dem einzelnen Menschen im Publikum hilft, seine Gefühle ein bisschen auszusortieren, weil er das halt noch nicht so gemacht hat. Und ich habe natürlich durch das Schreiben da schon sehr viel genau beobachtet und in Worte gefasst und beschrieben, was den Menschen eben helfen soll. Und ich denke, wenn man besonders eklige oder horrorhafte oder negative Dinge produziert, das geht ja dann immer ins Bewusstsein vom Betrachter hinein. Und ich möchte bei anderen Menschen nicht sowas anrichten, was einem dann in der Seele irgendwie weh tut oder sogar zu negativer, aggressiver Nachahmung inspiriert oder so. Das ist für mich ganz wichtig, dass man immer einfach mehr Gutes in die Welt bringt. Ich bin ins Paul Klinger Künstlersozialwerk eingetreten, weil mir ein Freund geraten hat, dass man da Unterstützung bekommt, um in die Künstlersozialkasse zu kommen. Und das ist natürlich eine wichtige Sache. Und da dachte ich mir, naja, das ist ja eine wunderbare Sache. Und dann habe ich gemerkt, so als Nebeneffekt, aha, da gibt es diese Treffen oder Veranstaltungen und da kann man sich auch mit anderen Künstlern austauschen. Und egal, was sich jetzt daraus ergibt, das Gefühl ist eben schön, dass diese Einsamkeit, die man
als Künstler empfinden kann, dass das aufgebrochen wird. Also, dass ich da gesehen habe, da sind ja andere, die in einer ähnlichen Situation wie ich sind oder die ähnliche Überzeugungen haben oder sowas. Bei mir ist es so, ich gehe durchs Leben und ich erlebe Dinge sehr intensiv und ich empfinde Gefühle sehr stark. Und daraus ergibt sich dann der Drang und die Berufung, das umzusetzen in Gedichten, in Performance Poetry, die ich auf der Bühne zeige. Und das geht nicht anders. Also ich muss das einfach so machen. Und gleichzeitig möchte ich andere Menschen daran teilhaben lassen. Und diese Art, Dinge wahrzunehmen und Gefühle zu spüren und dann auch die Fähigkeit zu haben, das in irgendwas umzuwandeln und rüberzubringen, bedeutet für mich die Definition von Künstler sein.